Ein knackiges High Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute spielen wir die Weser Stufe 5, der Flugzeugträger, der deutschen Flugzeugträger. Jawoll! Was soll ich dazu sagen? Sie sind richtig geil. Sie machen mir mega viel Spaß. Und ja, sie wurden genervt. Und ihr wisst selbst, ich habe mich massiv darüber aufgeregt. Habe auch ein sehr kritisches Feedback an Wargaming geschrieben. Mich hat es nicht mal gestört, dass sie genervt werden, sondern vielmehr, dass man wieder in so kurzer Zeit über einen Nerf redet, obwohl man überhaupt keine brauchbaren Daten sammeln konnte. Weil ganz ehrlich, Freunde, die Leute, die jetzt richtig mit den Flugzeugträgern abgehen, sind meistens Spieler, die erstens viel globale EP haben, die meistens schon gleich die Schiffsstufen durchboosten und zweitens halt wirklich einfach sehr erfahrene Spieler sind. Ne, ich sag mal, die normalen Leute unter euch, die vielleicht jetzt mit Warships oder so erst angefangen haben, die können noch niemals bei einer Parsewahl sein. Aber nun gut, es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Ich schau mal kurz auf meinen Zettel. Die Weser wurde beim Ausbau von 9000 Schaden auf 7200 Schaden genervt. Das ist schon sehr viel. Was soll ich dazu sagen? Man merkt es kaum. Also klar, sie macht weniger Schaden, aber der Durchschlag der Bomben wurde ja Gott sei Dank nicht genervt. Also sie macht genauso viele Zitas wie vorher auch, nur dass man halt im Gesamtschaden ein bisschen wenigeres oder ein kleineres Ergebnis sieht. Was ich persönlich jetzt aber nicht so schlimm finde. Also Freunde, ihr könnt beruhigt sein, die Weser und die Parsival und auch die Rhein machen nach wie vor genauso viel Spaß wie vorher auch. Ja, ich weiß, es hat ein sehr faden Beigeschmack. Bin ich voll auf eurer Seite. So, würde ich mal sagen, schauen wir mal, was ich so in die Weser reingebaut habe. Als erstes haben wir natürlich Flugüberwachung Mod 1, um Vorbereitungszeit für die Flugzeuge zu verringern. Und als zweites habe ich Luftgruppen Mod 2, um die TP der Sturzbomber und Torpedobomber zu erhöhen. Die anderen drei Sachen könnt ihr natürlich dann ganz normal einbauen. Rumpf B, die Fiesler FI und die Fiesler FI 167. Ja, sind beides 167. Okay. Gehen wir mal auf die Ausrüstung. Achso, was ich noch dazu sagen wollte. Freunde, es gibt heute zwei Runden Weser. Einmal in der ungenervten Variante und in der genervten Variante, damit ihr das ein bisschen vergleichen könnt. Geht aber bitte nicht von dem Gesamtschaden aus, sondern achtet wirklich einfach auf die Zitertreffer, was so ein Zitertreffer dann macht. Bei dem ungenervten und dann bei dem genervten Versionen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also ihr könnt dann die Gesamtschaden einfach nicht miteinander vergleichen. Das wäre Blödsinn. So, wir haben natürlich hier zwei Staffeln dabei. Wir haben einmal die AP-Bomber dabei, die so viele Leute aufregt. Obwohl man ganz ehrlich sagen muss und fairerweise sagen muss, dass 80%, mindestens 80% der Community unbedingt die CVs wollte und jeder gesagt hat und auch ich immer wieder gesagt habe, Freunde, überlegt euch, was ihr euch da wünscht. Jetzt sind die CVs drin und natürlich ist das Geheule groß. War ja abzuwarten, ne? So, wir haben wie gesagt hier die AP-Bomben, wir haben jetzt hier Höchstgeschwindigkeit 180 Knoten, Trefferpunkte 4255, 58 Sekunden Flugwartungszeit, 9,3 Kilometer Erkennbarkeitsradius, Flugzeuge an Deck 12 Stück und Bombenhöchstschaden machen wir hier 7416 Schaden. Dann haben wir hier noch die Torpedobomber, die auch richtig viel Spaß machen. Wir haben Trefferpunkte 2771, 163 Knoten, Höchstgeschwindigkeit, Angriff Staffel 2, Flugzeuge je Staffel 6, 62 Sekunden Flugwartungszeiten, 10 Kilometer Erkennbarkeit, Reichweite, 12 Flugzeuge an Deck und 5691 Torpedoschaden. Gehen wir hier auf die Werte, wir haben Überleben 50, 41.000 Trefferpunkte, Panzerung 10 bis 80 mm, das ist alles in Ordnung. Wie gesagt, wir sind jetzt hier CV, da können wir eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht viel sagen, weil man doch mehr im Hinterhalt operiert. Flugzeuge habe ich ja gerade erzählt, brauchen wir nicht weiter eingehen. Secondary haben auch 4 Kilometer. Ganz ehrlich, Freunde, mit 4 Kilometern braucht man im Großen und Ganzen gar nicht arbeiten. Flugabwehr haben wir auch dabei, 68 Punkte, auch das ist in Ordnung. Manövrierbarkeit, sie ist ziemlich schnell, 32 Knoten. Wendekreisradius 930 Meter, Ruderschnittzeit 10,6 Sekunden. Tarnwert haben wir 8,1 Kilometer, den ich eventuell noch mal ein bisschen verschlechtern werde. Erkennbarkeit zur Luft 6,7 und garantierte Erkennbarkeit 2 Kilometer. Ja, Panzerung brauchen wir im Großen und Ganzen nicht angucken. Sie basiert ja auf der Hipper-Klasse. Also man sieht ja, dass der Rumpf von der Hipper-Klasse entsteht. Oder von der Hipper-Klasse ist, so rum. Wir haben aber tatsächlich auch eine Zitadelle, die ziemlich tief im Wasser liegt. Ne? Also, wenn die getroffen wird, ich denke, ihr wisst es alle, dann tut es bei der Weser auch richtig weh. Aber generell, wenn die Weser aufgeht, dann ist es meistens dann auch schon vorbei. So, Übersicht, wir haben panzerbrechende Bomben, AP-Bomben, Freunde, jawohl. Wir haben schnelle Flugzeuge, schwache Flugzeuge, Flugzeuge mit unterdurchschnittlichen TP-Vorrat. Deswegen würde ich euch echt empfehlen, den TP
Vorratsperk bei dem Schiff einzubauen. So, dann gehen wir nochmal auf meinen Geißler, weil hier will ich eventuell demnächst mal eine Änderung vornehmen. Erstmal Inspiration, die würde ich so lassen. Space Fishy, um die Torpedogeschwindigkeit zu erhöhen. Und Reise Tanaka, um den Torpedoschaden zu erhöhen. Wenn ihr den Fishy nicht haben solltet, würde ich euch den Swerski empfehlen. Denn der kann die Tarnung des Schiffes nochmal verbessern. Wenn ihr den auch nicht haben solltet, dann würde ich eventuell... Ja, könnt ihr eigentlich Hipper oder... Nee, doch Hipper könnt ihr nehmen, um die Secondary zu verbessern. Da müsst ihr dann einfach mal schauen. Wir haben als erstes Flugverbotszone, um mittlere Flakschaden ihres Schiffs pro Sekunde und Feuerreichweite der Flakgeschütze ihres Schiffs zu verbessern. Dann haben wir hier dunkle Violette, um die Erkennbarkeit zu verbessern. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, gehe ich eventuell nochmal auf Einzelfahrschein, um einfach den Torpedoschaden nochmal zu erhöhen. Dann haben wir hier außerhalb der Sichtweite und wir haben schwerwiegende Folgen. Erhöht den Schaden und die Panzerdurchschlagskraft der AP-Bomben. Ja, und zum Schluss habe ich dann nochmal Korkenzieher, ne? Das war's schon. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns in den zwei Gefechten wieder. Die erste Runde ist jetzt die ungenervte Version und zum Schluss kommt dann die genervte Version. Bis gleich! So, Freunde, willkommen auf der Weser. Wir sind hier gefahren, Herr Herrschaft, unterwegs. Ich werde begleitet von Destroy 1666 und Alubeat. Schöne Grüße gehen raus. Wir haben eine Ranger, eine Colorado, eine Xenob, zwei Arizonas, eine Queen, eine Helena, Nürnberg und Knevny im Gegnerteam. So, ich setze hier schon mal mein Autopiloten ein bisschen weiter nach vorne, weil ihr wisst ja, umso näher ihr mit dem CV rankommt, umso kürzer sind die Anflugszeiten. Deswegen kann ich euch immer von abraten, nicht immer am Kartenende rumzuschimmeln, weil ihr habt sonst einfach viel zu lange Flugzeiten und könnt mit den Flugzeugen sehr wenig wirken. So, wir fahren jetzt hier vor. Ich habe natürlich als erstes mein Torpedo-Bomber rausgeholt. Meine Aufgabe, oder ich habe mir zur Aufgabe mal gesetzt gehabt, DD ist für mich immer Prio 1, aufdecken und dann mit Torpedos angreifen. Deswegen nehme ich mal als erstes den Torpedobomber. Wenn natürlich jetzt hier drüben der DD nicht sein sollte, dann schmeiße ich meine Torpedos raus an die Schiffe, die da sind und gehe dann auf die AP-Bomber. Weil mit AP-Bomben solltet ihr eigentlich weniger auf die Zerstörer gehen. Da macht ihr hauptsächlich Overpens oder halt wirklich nur Kleckerschaden. Also mit Torpedos könnt ihr gegen DDs deutlich besser wirken. Na, schauen wir mal, was wir hier bei B so sehen. Und denkt dran, Freunde, das ist die Runde, wo sie noch nicht genervt waren. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ja, unsere Flugstaffel ist hier schon entdeckt worden. Da hinten haben wir schon mal ein Schlachtschiff. Da ist schon mal ein Kreuzer. Na, was ist das dritte, was hier hinten aufgeht? Könnte der DD hier sein? Ne, DD ist drüben bei C, sehe ich gerade auf der Minikarte. Also können wir jetzt hier in aller Ruhe dann die Helena angreifen. Oder halt das Schlachti. Aber mich würde mal interessieren, wo der dritte hier ist. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. So, dann fliegen wir jetzt mal die Helena an. Ist natürlich jetzt hier mit den Bergen ein bisschen blöd. Aber hier haben wir eine schöne kleine Einbiegung von dem Wasser. Also hier können wir das Wasser reinschmeißen. Er hat gemerkt, dass wir ihn anfliegen. Dreht rein. Ah, ist natürlich jetzt hier in die Zone reingekommen, wo die Torpedos nicht scharf werden. Das seht ihr ja an diesem gelben Dreieck, da werden die Torpedos nicht scharf. Also in dem Bereich können die Schiffe reinfahren, ohne dass die Torpedos wirklich Schaden machen. So, jetzt sollte er zwei bekommen, hat natürlich jetzt hier schön gebeacht und bekommt hier auch die zwei Torpedos. Sehr schön. So, wir wechseln jetzt hier auf AP-Bomben. Werden natürlich hier ein bisschen abbremsen, damit uns hier die Cleveland, wollte ich gerade sagen, die Helena nicht aufspottet irgendwann. Wir müssen es natürlich nicht riskieren. So, jetzt haben wir natürlich hier unsere AB-Bömmchen, die ich ja so dermaßen liebe. Also ich bin echt froh, dass sie endlich AP-Bomben ins Spiel gebracht haben. Für mich persönlich, bin ich ganz ehrlich, sind sie eine absolute Bereicherung des Spiels. Ja, Helena fährt. Na, super. Danke, Alo, dass du mir das Ding geklaut hast. Ja, bei leichten Kreuzern immer sehr tief fliegen, weil umso höher ihr die Bomben abschmeißt, umso höher ist die Durchschlagskraft. Deswegen wirklich bei leichten Zielen sehr tief fliegen, damit ihr eben die Chance verringert, dass ihr Overpens macht. Bei amerikanischen Schlachtschiffen kommt ihr immer ziemlich bescheiden durch. Da solltet ihr dann die Bomben immer sehr weit hinten abschmeißen, da macht ihr dann auch, zieht das. Habe ich in der Runde auch noch nicht rausgekriegt gehabt.
Aber ich denke mal, in der zweiten Runde seht ihr es dann besser. So, wir fliegen sie jetzt hier nochmal an. Also ihr seht, ich schmeiße sie hier dann immer ziemlich mittig ab. Aber jetzt sieht ihr das, habt ihr es gesehen, also jetzt immer so ein bisschen weiter hinten, so ich sag immer so den letzten Drittel von dem Schiff, da tut es bei den Amerikanern sehr weh. Da kommt ihr gut durch in die Zita und dann könnt ihr natürlich hier auch schön scheppern. So, würde ich sagen, gehen wir hier weiterhin auf die Colorado. Wo ist denn der feindliche CV eigentlich? Ich habe noch gar kein Flugzeug von ihm gesehen. Hab natürlich den Jungs jetzt hier die Flugzeuge hingestellt gehabt. Aber er scheint, nee. Weiß nicht, ob er AFK eventuell ist. Noch habe ich jetzt nichts gesehen. So, wir gehen jetzt hier wieder auf die Colorado. Ah, wieder ein bisschen zu früh abgeworfen. Ah doch, da kommen seine Flugzeuge. Da kommen seine Flugzeuge. So, komm. Wir fliegen hier nochmal drauf. Ja. Aber einen schönen Ausfall produziert. Sehr schön. Also ihr seht, wir lassen die Colorado hier nicht aus den Augen. Die wird uns echt verfluchen. Ja, schade. Hat sie unsere Flugzeuge runtergeholt? So, wir ziehen jetzt natürlich den CV nochmal ein bisschen weiter vor. Weil wenn die Colorado weg ist, damit wir dann drüben bei C dann noch ein bisschen wirken können. Ihr seht, unsere rechte Seite, die lässt sich da komplett auflösen. Ja, der CV greift jetzt hier unsere Fidschi an, also Alubeat. Deswegen fliege ich jetzt hier nochmal über Alu. Deck ihm da nochmal unsere Jäger hin, damit er da geschützt ist. Also das solltet ihr immer machen, ne? Unterstützt euer Team ruhig mit euren Jägern. Weil die sind wirklich sehr genau und holen die Dinger da auch alle runter. So, da steht noch eine Arizona. Weiß nicht, ob die auf das Schlachtschiff da hinten zielt oder zu uns rüber zielt. Schießt noch nicht mal die Flak, Freunde. Schießt nicht mal die Flak. Ne, ich glaube, der Kollege ist gar nicht mehr im Spiel. Der Kollege ist gar nicht mehr im Spiel. Zack, gibt's eine Zita, weil noch nicht mal die Flak schießt. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass in dem Schiff nichts mehr wohnt. Also der Typ ist anscheinend gar nicht mehr da. Immer ärgerlich, wenn man dann sowas im Gefecht hat. Zack, gibt's nochmal eine Doppelzita auf die Arizona. Sowas ist immer ärgerlich. Hatte ich auch mit dem Fauxpas im nächsten Runde, in der nächsten Runde, eine Runde davor hatten wir das auch das Problem, dass dann unser DD einfach nichts gemacht hat. Also er ist als nur blöd da rumgefahren. Dann habe ich ihn ein paar Mal angepinkt. Hier, nimm doch bitte mal endlich das Cap ein. Ja, dann ist er rumgefahren und ist einfach aus dem Spiel gegangen. Also ist dann wirklich einfach aus dem Spiel gegangen. Und so Leute mag ich gar nicht, ne? Bin ich ganz ehrlich. Deswegen habe ich jetzt hier die Arizona auch nicht weiter angeflogen. Weil im Großen und Ganzen, Freunde, macht es einfach keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn, weil er ist keine Gefahr für unser Team. Deswegen sind wir jetzt hier dann rüber geflogen, um hier unseren Schlachtschiff nochmal ein bisschen zu supporten. Unser Colorado fährt da halt auch permanent Breitseite gegenüber der Sinovals. Ich weiß nicht, was er da macht. Er sollte sich da wirklich mal ein bisschen besser anwinkeln. So, schauen wir mal, dass wir die Sinop da noch ein bisschen beschädigen können, damit er hier eventuell noch die Sinop rausnehmen kann. Zack, Zitadelle, perfekt. Drehen gleich wieder um. Los, komm, einmal noch. Dann sollte er es eigentlich schaffen, die Sinop noch rauszukriegen. So, komm schon. Jawohl, nochmal eine Zitadelle da. Er hat kaum noch Leben, also das sollte er eigentlich schaffen. Das sollte er eigentlich schaffen, die Sinop dann noch rauszukriegen. Ich weiß nicht, wie viel Leben er noch hat. Jawohl. Er hat es aber noch rausgekriegt, Gott sei Dank. Er hat es noch rausgekriegt. Also ihr seht, wir räumen jetzt hier langsam auf. Punktetechnisch sieht es auch gut aus.
76 Punkte, 76.000 Schaden haben wir schon gemacht. 6 Zitas, 12 Bombentreffer, 2 Torpedotreffer. Aber ich habe den feindlichen DD noch nicht gesehen. Ich vermute mal, dass der dann hier Richtung A fahren wird. Die anderen suchen natürlich den feindlichen CV. Da ist eine Arizona. Da ist eine feindliche Arizona. Und was ist da noch? Eine Queen. Eine Queen kann man natürlich auch schön penetrieren mit den AP-Bomben. Ich weiß noch, da hatte ich mal den Captain Payne als meinen Moderator im Gegnerteam. Und er ist eine Warspike gefahren. Man muss aber fairerweise dazu sagen, er war komplett alleine. Also sein Team war dann komplett aufgeraubt gewesen. Und er war nur noch alleine. Und da habe ich ihm wirklich mit jedem Angriff immer eine Doppelzieher gedrückt. Und da war er dann auch ein bisschen angesäuert. Was man natürlich auch verstehen kann. Also da war er, glaube ich, mit 2 Anflügen war er dann komplett raus. Also zwei große Staffeln. So. Ah, die Flak holt uns jetzt hier ein bisschen runter. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Komm, hier nochmal schnell auf die Queen. Bevor ihr unser Flugzeug runterholt. Komm schon. Jetzt nochmal eine schöne Zita. Und, jawohl, eine schöne Zita nachher geschmissen. Perfekt. Aha, da oben war es letztes Mal der DD offen. Aber das sollten wir je nach Punkten gewinnen. Also brauchen wir uns hier erstmal nicht so um den DD kümmern. Normalerweise ist DD immer meine Prio 1. Na komm. Wollen wir hier nochmal ein bisschen AP-Bomben verteilen. Ja, und ihr seht's, ne? Der feindliche CV ist da komplett am Kartenrand. Kann da nicht wirklich seinem Team helfen. Also die sind jetzt wirklich mein Flugzeug komplett ausgeliefert. So, auf geht's. Hier nochmal auf die Queen. Zack, Doppelzieher, perfekt. Und der feindliche CV ist raus. Alu hat den CV rausgeholt. Ihr seht, 113.000 Schaden haben wir. Und nochmal drauf, komm. Ah, die kommen zu seitlich. Ja, die kamen zu seitlich. Ärgerlich. Ah, jetzt müssen wir hier leider nochmal mit Torpedobombern fliegen, weil ihr seht, wir haben aktuell nicht genügend AP-Bomber oder Sturzbomber auf dem Flugzeugträger. Deswegen jetzt hier nochmal die Torpedobomber, die aber auch bei den Deutschen sehr, sehr geil sind, weil sie einfach sauschnell Torpedos haben. Das macht schon wirklich Spaß. Das macht schon wirklich extrem viel Spaß mit den Dingern. Na komm. Na komm. Ah, die Arizona dreht rein. Die Arizona dreht rein. Ich denke mal, da werden beide vorbeigehen. Jetzt nochmal einmal rumdrehen. Ah, ne, hat noch einen gekriegt. Er hat doch noch einen gekriegt. Aber da die Queen würde ich gerne anfliegen. Wien würde ich gerne anfliegen. Ja, ich denke, die fährt wieder vorwärts. Ja. Die fährt wieder vorwärts. Ich sollte aber trotzdem hier beide kriegen. Jetzt haben wir auch wieder genug AP-Bomber dabei. Und zack, nochmal 2 Torpedotreffer. 125.000 Schaden. Großkaliber freigelassen. Und die ist auch fast weg. Also ein Schuss ist die weg. Und dann sollten wir ja auch nach Punkten gewonnen haben. Und ihr seht, der feindliche DD ist auf dem Weg zu uns. Aber das sollte er nicht mehr schaffen. Also ein Schiff versenken, ja. Die Queen ist raus und wir haben das Ding gewonnen. 125.000 Schaden, 9 Zitas gemacht, Platz 2. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns gleich in Runde 2 wieder, wo die Weser genervt ist. So, Freunde, willkommen in der zweiten Runde auf der genervten Weser. Wir sind hier Kampfzone, Herrschaft unterwegs. Begleitet werde ich von Fourpas. Wir haben im Gegnerteam, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, genau, eine Mahan, eine Yuki Kase, Nürnberg, Exeter, The Last Wars by Queen, Colorado und eine feindliche Weser. Ja, Freunde, ich war genauso schockiert wie ihr auch mit dem Nerf, aber ich kann euch beruhigen, sie machen genauso viel Spaß wie vorher auch, da sich der Durchschlag der Bomben nicht verschlechtert hat. Ich hoffe, und ich hoffe es wirklich, dass Wargaming nicht auf die tolle Idee kommt, da auch noch einen Nerf reinzuknallen, weil dann wäre ich richtig sauer. Also ich habe hier schon wirklich gekocht, da könnt ihr gerne meine Moderatoren fragen. Ich habe wirklich gekocht gehabt, weil ich es einfach absolut eine Frechheit finde, Schiffe innerhalb von 2 Wochen wieder zu nerven.
man kann da wirklich erstmal ein Update warten, bis überhaupt auch normale Spieler oder die normalen Durchschnittsspieler die Schiffe haben und dann halt auch wirklich Werte gesammelt hat. Aber in so kurzer Zeit kannst du mir nicht erzählen, dass da irgendwelche Werte gesammelt worden sind. Also ich fand den Nerf einfach viel zu früh. So wie ich die Buffs bei der Lexington auch immer viel zu früh fand. So, wir schauen mal. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir hier hinten ein DD haben. Ihr seht es wieder. Diesmal habe ich die AP-Bomben ausgewählt gehabt. Ich hatte mich da verdrückt gehabt. Da drüben ist der DD. Das ist das Flakfeuer von ihm. Wir gehen jetzt hier aber erstmal auf das Schlachtschiff. Weil mit AP-Bomben auf dem DD, das taugt nichts. Da gehen wir dann, wenn wir unsere neue Staffel holen, holen wir dann lieber die Torpedobomber. Jetzt hier auf die Colorado. Und ihr seht, zack, wieder Zitadelle. Hat wieder schön hinten getroffen. Also bei amerikanischen Schiffen immer, wie ich es im ersten Video schon sagte, in dem letzten Drittel von Schiff drauf zielen, damit es da hinten auch wirklich schön scheppert. So, hier werden unsere Flugzeuge leider schon runterholen, aber wir können hier auf jeden Fall nochmal einen Angriff starten auf die Colorado. Na komm. Komm. Ah, da haben wir ein bisschen spät. Aber immerhin doch noch eine Zita gemacht. Gerade noch so schön da hinten erwischt. Ja, wir müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen. Ihr seht, ich habe den CV doch ein bisschen weit vorgeholt. Weil der DD ist hier irgendwo in der Ecke. Der wird wahrscheinlich links an der Insel vorbeifahren. Nicht, dass der uns spottet, weil wenn der uns spottet und die Colorado oder die Nürnberg schießen da auf uns, dann wird's eklig. Und das wollen wir natürlich verhindern. So, jetzt schauen wir mal. Aha, da ist die Mahan. Gehen natürlich jetzt hier schon mal in den Sturzflug, auch wenn das ein sehr bescheidener Winkel ist. Aber sie dreht raus. Sie tut uns den Gefallen und dreht raus. Ah, hätte ich noch ein bisschen weiter ranfliegen können. Aber einen hat sie mitgekriegt. Einen hat sie mitgenommen und hat hier auch einen Wassereinbruch. So, dann fliegen wir nochmal dran. Jetzt fliegen wir nochmal dran. Ah, sie dreht ein. Ah, schade. Sehr schön. Gede hat sie rausgenommen. Ein DD schon mal weniger. Wir haben aber auch schon einen Kreuzer verloren. Aber ganz ehrlich, ein DD ist deutlich wertvoller als ein Kreuzer. Also haben wir in Anführungszeichen momentan einen besseren Vorteil. So, jetzt haben wir hier noch die Nürnberg und die Colorado auf unserer Seite stehen. Und ihr seht, drüben bei B ist der feindliche DD drin. Und die zwei trauen sich da nicht wirklich reinzufahren. Also, da müssen wir vielleicht mal drüben ein bisschen helfen. Weil ich denke, hier ein Schlachtschiff und ein Kreuzer hat. Das sollte unsere Seite hier schaffen. Nürnberg macht's klug. Fährt nämlich nicht geradeaus weiter. Ja, die haben wir versemmelt. Gehen wir hier nochmal auf die Colorado drauf. Die kommen ziemlich mit dich. Jawohl, nochmal eine schöne Zita reingeknallt. Perfekt. So, jetzt Torpedobomber und jetzt fliegen wir erstmal Richtung B. Also ich verstehe nicht, warum man sich mit einem Kreuzer nicht traut, da einen DD zu jagen. Na gut, die haben da zwei Schlachtschiffe und zwei Kreuzer. Okay. Kann ich doch nachvollziehen. Also jetzt schnellstmöglich zur Aoba. Ja, ich wollte eigentlich nur der Aoba sagen, dass ich jetzt zu euch komme und euch unterstütze. Da fehlt natürlich mal sowas in unserem Befehlsrat, ne? Ich komme und helfe euch oder sowas. Aber ich wollte, wie gesagt, der Aoba einfach nur mitteilen, ey, ich komme rüber und helfe euch. So, schauen wir mal, ob wir die Yuki-Kase hier sehen. Aber die muss ja hier irgendwo im Cap sein. Ich denke mal, sie zieht sich gerade ein bisschen zurück. Habe jetzt hier auch nochmal Flugzeuge zur Unterstützung dagelassen. Da ist die Yuki-Kase. Na komm. Wo ist dein Flakfeuer? Da ist dein Flakfeuer. So, dann ärgern wir uns erstmal ein bisschen. Komm, dreh. Ah, sie dreht wieder raus. Ah, dreht sie vielleicht rein? Nee. Gerade so, Freunde. Gerade so. Ah, vielleicht trifft es den Kreuzer eventuell noch. Das wäre natürlich auch geil. Ne, ich gehe da auch vorbei. Okay. Ah, jetzt sind wir ein bisschen zu früh runtergegangen, weil jetzt können wir natürlich hier unseren
unsere Wurfbereitschaft oder unsere Wurfbreite nicht verkleinern. Das war jetzt ein bisschen doof geschmissen. So, jetzt habe ich überlegt. Braucht ihr jetzt hier bei uns nochmal Hilfe? Ich denke nicht. Jetzt habe ich dann gesagt, alles klar, dann fahre ich erstmal ein bisschen weiter darüber. Ziehe jetzt hier mein CV in die Mitte rein, damit ich einfach nicht so lange Anflugzeiten habe. Dann dachte ich mir, okay, ich nehme jetzt mal die AP-Bomben, mache erstmal das eine Schlachtschiff da weg. Weil ich muss ehrlich gestehen, ich dachte fälschlicherweise, der Kreuzer dahinter war ein BB. Ich hatte als irgendwie im Kopf, das wäre eine Scharnhorst oder eine Kneisenau gewesen. Und wollte erstmal das Schlachtschiff da wegmachen, damit hier unsere Erober dann überleben kann. Ich habe es irgendwie falsch gedacht gehabt. Ich dachte wirklich, dass es ein Schlachtschiff ist. Deswegen habe ich dann nochmal die AP-Bomben rausgeholt. Mir ist es dann aber aufgefallen, wo ich dann hier drüben war, dachte mir so, hä, warum hast du denn jetzt die AP-Bomben genommen? Das ist doch gar kein Schlachtschiff. Gut, dann habe ich mir gedacht, alles klar, gehe ich hier auf die Queen. Queen ist sehr weich. Queen hat halt die Reichweite, um hier auf die Aoba zu wirken. Die muss dann also als erstes erstmal raus, weil Urikaze ist von der Aoba ziemlich weit entfernt. So, also gehen wir jetzt hier auf die Queen drauf. Zack, gibt es eine Zitadelle. Drehen hier unsere Flugzeuge nochmal. Na los, einen Angriff von mir noch starten. Ah, ich denke, wir gehen jetzt raus. Nochmal eine Zitadelle und die Queen ist raus. Perfekt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo hier die gute Yukikaze rumfährt. Haben jetzt hier noch eine AP-Bombe. Vielleicht können wir da nochmal auf die Kreuzer ein bisschen wirken. Ah, er nebelt sich ein. Er nebelt sich ein. Das müsste die Exeter sein. Und zack, Zitadelle auf die Exeter. Perfekt. Also auch die Exeter dürfte hier nicht mehr viel haben. Hier hat er wirklich nur einen Millimeter Leben. Wir haben jetzt hier nochmal die Torpedos rausgeholt, um zur Not hier die Exeter einfach im Nebel rausschießen zu können. Aber da fliegen noch Granaten rüber. Jawohl, und Fuhrpaar hat sie mit der California noch erwischt. Also Exeter ist auch raus. Na, wo ist hier die Yukikaze, Freunde? Wo ist die Yukikaze? Na, gehen wir jetzt hier auf den Kreuzer. Gehen wir mal hier auf den Kreuzer. Das müsste die Dallas sein. Und der DD ist davor. Okay, der DD ist davor. Jetzt wissen wir, wo die Yukikaze rummacht. Jawohl, Dallas kriegt beide Torpedos ab, hat einen Wassereinbruch. Sehr schön. Unser Queen hat es leider nicht überlebt. Ja, Yukikaze versucht hier abzuhauen. Aber nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Einen soll der aber kriegen. Einen soll der kriegen. Jawohl. Einen hat er bekommen, hat einen Wassereinbruch. Und gleich die nächsten Torpedos hinterher. Also ihr seht's, wenn ich einen DD angreife, dann habe ich Blut geleckt. Und dann höre ich erst wieder auf, bis der DD aus dem Spiel ist. Also ich bin da wirklich wie so ein wild gewordener Pitbull. Oder halt ein Adler, der einen Fisch fängt. So, Yukikaze hat für mich jetzt hier Priorität 1. Ja, Dallas hat noch einen Wassereinbruch von uns. Dallas ist raus. Fuppa hat sie rausgenommen. So, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. So, mein Freund. Fliegen natürlich jetzt ein bisschen weiter weg, damit wir eine längere Anflugszeit haben, damit wir halt wirklich unser Zielkreuz, nenne ich es mal, schön klein bekommen, damit die Torpedos schön nebeneinander einschlagen. Ja, das ist perfekt. Das ist perfekt. So, jetzt rief ich da ein bisschen rein. Und zack, beide Torpedos getroffen und die Yukikaze ist raus. Und Adler ist ganz, ganz glücklich. Also ihr seht, es gibt hier wirklich kaum Unterschied. Auch wenn wir jetzt hier nur 72.000 Schaden gemacht haben. Ihr müsst aber auch bedenken, dass ich mich jetzt hier wirklich hauptsächlich um die DDs gekümmert habe und nicht permanent auf irgendwelche Schlachtschiffe draufgeflogen bin. Ist der Schaden wirklich noch in Ordnung? Die Zitas stimmen noch, der Schaden stimmt noch. Die Dinger machen nach wie vor Spaß. Ich hoffe, dass Wargaming sie jetzt wirklich so lässt, wie sie sind. Und ja, wir haben uns da wirklich alle drüber aufgeregt, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich in Ordnung. Man kann es wirklich so lassen. Ich hoffe wirklich, dass Wargaming nicht auf die dumme Idee kommt und wirklich den
Durchschlag nerft oder die Torpedos auch nochmal nerft. Also das wäre wirklich ungerecht. So, da ist die feindliche Weser. Da können wir vielleicht auch nochmal ein schönes Bömmchen drauf werfen. So, komm. Zack. Beide getroffen. Aber ein Overpin. Ja, da holt uns natürlich dann die feindliche Jägerstaffel runter. Aber ich denke mal, wir werden nicht nochmal drauf kommen, weil unser DD ist da schon vor der Weser dran und hat da auch seine Torps geschmissen. Also ich denke mal, dass die Weser jetzt rausgeht. Ja. Ja, das war die Weser. Also Freunde, kleines Fazit. Klar, wir haben jetzt hier nur 174.000 Schaden gemacht. 74.000 Schaden gemacht, 6 Zitas. Dafür Platz 2 mit 2.350 Basis-EP, also sogar ein bisschen mehr Basis-EP als in der ersten Runde. Und 219.000 Credits gefahren. Fazit zum Schluss. Ja, der Nerf hat einen salzigen Beigeschmack, gebe ich euch voll und ganz recht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, die Schiffe sind jetzt unspielbar geworden. Man macht ein bisschen weniger Schaden, aber sie machen nach wie vor Spaß. Und ich hoffe, Wargaming belässt es jetzt so, wie sie sind. Weil jetzt sind sie wirklich in Ordnung. Sie soll wirklich nicht mehr genervt werden. Also das wäre wirklich gerade gegenüber den anderen CVs absolut ungerecht. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns die Tage wieder, morgen im U-Boot und ich denke mal Freitag in der Parseval und dann eventuell am Wochenende ein Stream. Bis dahin, euer Adlerwache, macht's gut!